Gib mal Daniel. Scheiße. Hab ich nicht eben mit ihm schon mal telefoniert? Also ich hätte gerne den Burkhard Dillenberger. Gede. Dillenberger Gede. Auch Butz genannt. Burkhard Gede. Auch genannt Butz. Welcher Stadt? Weltmetropole Weisel. Ja, sie brauchen nicht zu lange. Gibt's eh nur einmal. Klingt komisch, ist aber so. Weisel in Rheinland-Pfalz? Genau, das ist in Rheinland-Pfalz. Gibt's noch eins? Gibt's noch eins oder so? Ja, gibt's viele. Oh, hier! Oder noch? Wir sind das einzig Wahre. Eben habe ich mit einem Kollegen von ihm geredet, ja. Und da habe ich erzählt, es gibt nur einen Weisel in Deutschland. Wie die Sache anders ist. Und Sie haben jetzt gesagt, es gibt mehrere Weiseln. Die anderen sagen ja, es gibt nur einen Weisel in Deutschland. Was war jetzt richtig? Ein Weisel in Weisel. Wo liegen die denn alle, wenn ich mal darf? Ich muss nochmal aufklären. Ist das schon ein Pen oder was? Warte, ich habe Spruch gehabt. Es gibt eins in Baden-Württemberg. Also eins in Baden-Württemberg. Und wir machen nichts noch für die Auskunft, der Kernspruch. Was gibt in Hessen und Weißen? Oh, das wird geschrieben. Wir haben gerne das in Rheinland-Pfalz. Nico, frag mal, ob du den Kernspruch mal hören willst. Nico, frag mal, ob du den Kernspruch hören willst. Wollen Sie den Kernspruch hören von Weißen? Was möchte ich hören? Den Kerbisspruch. Kirmesmann. Den Kerbisspruch? Ja, kennen Sie Kirmes? Ach so, Kirmes, ja, okay. Hm? Don Kohle Kirmes. Wollen Sie den Kirmesspruch hören von uns? Ja. Ja? Okay. Dann warten Sie mal. Moment. Los! Haben Sie gehört? Ja. In Weißen steppt der Bär, Jungs und Mädels. Also, können Sie mir den Burkhard Gede durchstellen? Ich kann mal wieder rein. Wie heißen Sie eigentlich? Frau Engel. Ach, die Engel. Ja, also, wir würden gerne den Burkhard Gede durchgestellt haben. Ich denke, wir haben sogar ein Lied für sie gesungen. Nummer! Ich am Engel, ich bin nicht mehr gut drauf. Ich bin nicht mehr gut drauf.